In diesem Video soll die Funktionsgleichung einer Geraden mit Hilfe von zwei Punkten bestimmt werden. Dafür solltest du auf jeden Fall das Video davor gesehen haben. Da erkläre ich, wie man die Steigung mit Hilfe von zwei Punkten berechnet. Lineare Funktionen sehen immer folgendermaßen aus: y gleich und dann die Steigung, nennen wir m, mal x plus irgendeine Zahl, plus b. Wie gesagt, dabei ist m die Steigung und b ist der y-Achsenabschnitt. Also die Stelle, wo die Gerade die y-Achse schneidet. So, in der ersten Aufgabe sind die Punkte 1, 5 gegeben und 3, 9 hier oben. So sieht die Gerade aus. Und zunächst mal müssen wir die Steigung berechnen. Die Formel dafür war m gleich y2 minus y1 geteilt durch x2 minus x1. So, ich schreibe mal hier rechts weiter. Also dann ist die Steigung m gleich 9 minus 5 geteilt durch 3 minus 1. Dann ist m gleich 4 halbe ist gleich 2. Man kann also schon mal schreiben, y gleich 2x plus b. Wie kommt man jetzt auf das b, auf den y-Achsenabschnitt? Ganz einfach, man sucht sich einen der beiden Punkte aus, also entweder 1, 5 oder 3, 9, und setzt den ein. 1 wäre x und 5 wäre y. Also ich schreibe das mal hier hin. Wir haben einen Punkt, das ist der Punkt A, der ist 1, 5. Und dieser Punkt besteht aus einem x-Wert und einem y-Wert. Ich mache den y mal blau. Wir können also die Gleichung aufstellen. 5 ist gleich 2x und x ist 1, 2 mal 1 plus b. So, 5 ist gleich 2 plus b, dann sagen wir auf beiden Seiten minus 2 und dann ist b gleich 3. 3 ist gleich b. Die fertige Gleichung lautet also y gleich 2x plus 3 und man kann im Graphen sehen, das stimmt. Ich mache das mal wieder ein bisschen größer. Wir sehen hier den y-Achsenabschnitt bei 3 und wenn man ein Steigungsdreieck reinzeichnen würde, nehmen wir mal den Punkt 1 nach rechts, 2 nach oben, stimmt auch alles. So, nächste Aufgabe. Jetzt brauchen wir mal ein bisschen Platz. So, jetzt haben wir die Punkte 2 minus 5 gegeben. Also 2 minus 5 ist hier. Und der andere Punkt ist minus 1, 4. Hier. So, folgende Gerade kommt da raus. Und wir rechnen erstmal die Steigung. Also m gleich y2 minus y1, 4 minus minus 5. Minus minus 5 geteilt durch x2 minus x1, also minus 1 minus 2, dann ist m gleich 4 minus minus ergibt plus, 4 plus 5 ist 9 und minus 1 minus 2 ist minus 3. So, und gekürzt ist es dann 9 durch minus 3 ist m gleich minus 3. Die Gleichung lautet also y gleich minus 3x plus b. Um jetzt b rauszukriegen, setzen wir einen der beiden Punkte ein. Nehmen wir mal den Punkt b minus 1, 4. Also wir haben wieder x und y und können einsetzen. 4 ist gleich minus 3 mal x und x ist minus 1 plus b
dann kommt da raus, 4 ist gleich minus 3 mal minus 1, das Minus kann man nicht schön lesen, so, minus 3 mal minus 1 ist plus 3, 3 plus b, beide Seiten minus 3, und das Ergebnis ist 1 gleich b. Also b ist 1 und die Gleichung lautet dann y gleich minus 3x plus 1. Und auch das kann man schön sehen, die Gerade schneidet genau durch die 1 und wir haben eine negative Steigung. Wenn man ein Steigungsdreieck reinzeichnen würde, ich mache das mal groß, man sucht sich einen Punkt, zum Beispiel den hier, geht 1 nach rechts und dann muss man 1, 2, 3 nach unten gehen, um wieder auf die Gerade zu stoßen. Das heißt, die Steigung von minus 3 stimmt auch. Das heißt, wir sind fertig mit der Aufgabe.